Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Remastered. Ja, wir sind im letzten Part hier ein bisschen durch die Madubo-Schlucht geschlendert. Und, also was geschlendert, wir sind durch die ganze Schlucht durchgeklettert und ja, es ist alles grauenhaft. Genau, aber wir sind jetzt hier angekommen. Wir sind jetzt tatsächlich beim Kano, dem coolsten Teil dieses Levels. Kann es kaum erwarten. Warte, ich will kurz das Krokodil mal wegmachen, weil wir müssen das Tor noch aufmachen. Ja, wir dürfen jetzt gleich Kanu fahren. Durch Stromschnellen. Und das macht unfassbar viel Spaß. Und lässt sich super gut kontrollieren. So, yeah, I'm gonna die a lot. Love it. Okay. Wir speichern erstmal. Machen mal kurz die Tür auf. Wenn ich den Schalter finde. Was ist hier? Ah, es ist auch ein Original, nicht so. Nicht so übersichtlich. Wo ist der Schalter? Der gab. Oder gab es hier einen Schalter? Doch, muss ja eigentlich. Die Tür geht ja nicht von alleine auf, oder? I mean, I can try. Ich glaube nicht, dass sie von alleine aufgeht. So, wir steigen ins Kanu ein. Schwimmen einmal los. Ja, es ist doch wieder. Ah, die Steuerung ist wieder ein Traum. Ich lieb's komplett. Oh Gott, wir werden sowas von sterben. So, wir können uns das Kanu mal angucken. Wir gerade schon mal hier rum. Oh, schon mal hier rumeiern. Jo, hallo Lara. Das Krokodil im Hintergrund ist auch schön. Das tote Krokodil finde ich immer schön. Es ist halt auch einfach, ne? Insane, einfach wie viel schöner das aussieht. Ja, aber Tür ist leider noch zu. Okay, warte. Da unten ist der Schalter. Ich sehe ihn. Oh Gott, ich möchte das alles nicht. Wissen wir, wenn mein Kajak, mein Kanu ist einfach weg. Kajak, Kanu? Ich hab keine Ahnung. Keine Es. Nun. Es wird lustig. Ich freue mich. Wir werden es ganz oft sterben. Kann ich da? Ich kann auch hier, glaube ich, Vollgas geben, oder? Oh. I mean, I've kind of. Hab den Tod überwunden. Warte, stopp, 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 stopp. Nein, nein, Lara, einmal bitte da rein. Denn die Stacheln müssen aus. Okay, ich habe es irgendwie geschafft, an diesen anderen Stacheln gerade vorbei zu glitschen. Kind of. Also, ich meine, hier ist das Glitch. Ich meine, kind of ja nicht. Ich bin nicht am. Wir sind aber falsch rum. Ich würde mich ganz gerne umdrehen. Ich würde ganz gerne sehen, wo wir hinfahren. Lara, bitte dreh dich um. Ah! Die Average Kajak-Erfahrung, Kanu-Erfahrung. Oh mein Gott, das hat viel Schaden gemacht. Stopp. So, nein, das ist ein Rot. Das ist nicht gut. Nein, geh nicht da rein, Lara. Ich möchte da nicht rein. Nein, ich möchte das nicht. Lara, stopp. Nein, ich will das nicht. Geh da weg. Oh, dann ist gut, dass ich kurz neu laden. Oh Gottes Willen, das ist einfach so stressig wie immer. So, wenn wir es vielleicht mal noch vorher schaffen können, das jetzt mal umzudrehen. Das ist supi. Perfekt. Oh, wir sehen was. Oh, toll. Amazing. So, wie sieht es bei dir so aus, Lara? Ist alles okay? Du siehst sehr unimpressed aus. Das freut mich doch. Schön, dass du wenigstens eine entspannte Zeit hast. Ich nicht. Ich bin einfach nur gestresst und weine. Das macht immer so viel Schaden, hier runterzufallen, ne?
Ah, okay, wir müssen auf jeden Fall rechts lang. Komm schon. Komm schon, gib alles. Ah, hier kann man. Hier mit Sprintplatten kann man. Schneller. Komm schon, du schaffst das. Ich glaube an dich. Okay. Okay, nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen. Ich will was. Nein, Lara, ich möchte was sehen. Bitte. Nein, ich möchte was sehen. Bitte fahr nicht da wieder rein. Das wäre auch uncool. Oh Gott, ey, Saat. Okay. Wir machen Fortschritte, wir kommen hier lebendig durch. Ich glaube fest daran. Das ist böse. Nein, nicht wieder umdrehen. Was machst du denn? Warum fahren wir denn immer rückwärts? Was soll denn das? Lara. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Aha. Oh mein Gott, ich weine gleich. Dreh dich um. Bitte. Nein, da ist der Tod. Ah, aua. Okay, machen wir nochmal. So, jetzt gehen wir einmal bitte rechts lang und bitte dreh dich nicht um. Das wäre supi. Okay, und jetzt einmal bitte genau. Nimm ein bisschen Geschwindigkeit raus. Dann fahren wir links lang. Bitte dreh dich nicht um. Ich flehe dich an. So. Oh Scheiße, wir müssen rechts lang, wir müssen rechts lang. Nein, 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 ich möchte das nicht. Nein, lass mich hier weg. Nein, ich möchte da nicht rein. Lara, bitte nicht. 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 Oh Gott, oh Gott, lass mich aus der Falle raus. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das alles nicht. Oh Gott. Okay. Okay, und jetzt einmal bitte rechts lang. Genau. Okay, wir speichern. Gottes Willen. Oh, Girl, what are you doing? Was machen Sie? Ja, du brauchst ja gar nicht so. Oh, du brauchst ja gar nicht so. Das sieht aber cool aus irgendwie. Du brauchst ja gar nicht so gucken, ne? Ganz ehrlich, du drehst dich hier gleich selber um. Okay, einmal bitte nach links. Nein, nicht nach hinten, ich möchte nach links. Nein! Aua! Okay, nochmal. So haben wir gespeichert. So, einmal drehen, genau, und dann einmal bitte das richtig schön nach vorne. Gen oh, ja, dann träume ich schön, bin begeistert. Oh Gott, nein, nicht wieder umdrehen. Ich will nicht um. Nein, Lara, ich möchte nicht andersrum. Ich sehe nichts. Was passiert hier? Wo sind wir? Aua. Ja, nun. Den hätte man überleben können, wenn sie halt leider nicht rückwärts gefahren wäre. Lara? Was tun Sie da? Okay. Kein Problem, das schaffen wir. Wir kommen ganz entspannt durch. Jetzt einmal bitte entgegen. Sieht auch schön aus. Aber wir haben es geschafft, okay. Hier enden die Stromschnellen erstmal. Das ist doch schön. Heilige. Junge. So, da kann man da hoch? Okay, das wird ein bisschen steil zum Hochfahren. Aber da kann man, glaube ich, hoch. Alter. Na komm, du schaffst das. Fahren Sie hinauf. So, sehr schön. Oh Gott, ey. Hoi, hoi, hoi.
Okay, nicht wieder runter, bitte. Ich würde schon ganz gerne noch hier ein bisschen. Oh, die Steuerung von diesem Kajak ist einfach so schrecklich. Nee, warte, dann wieder bitte. Und du möchtest das ausschalten? Weiß ich nicht. Komm ich hier durch? Gibt's hier denn sonst noch irgendeinen Weg? Da geht's noch hoch. Oh Gottes Willen, ey. Angenehm auch. Macht auch sehr viel Freude hier. Das ist auch so schön zu steuern, das freut mich auch einfach. Oh Gott, bitte wieder hoch. So, genau, einmal links lang. Wir schaffen das. Aber da haben wir doch. Ein Fortschritt. Lara, möchtest du rückwärts fahren? Nein, nicht vorwärts, ich will absteigen. Miss Croft, können Sie bitte absteigen? Hallo? Nicht da. Das war die falsche Seite. Okay. Erstmal kommst du da weg, mein Freund. Das kann ja wohl nicht sein, dass du hier. Oh nein. Warte. Oh Gott. Das war nur ein bisschen knapp. Na komm. Alter Schwede. Ach so, hier war glaube ich. Hier war, glaube ich, der Spaß, ne? Ja. Okay. Weil dadurch, dass das Kajakfahren noch nicht stressig genug war, machen wir jetzt auch noch hier. Den Spaß, dass wir einmal durch Flammen durchhangeln. Weil natürlich, was denn auch sonst? Der wäre ja sonst zu einfach. Ich habe keine Ahnung, welchen Abstand ich sein muss. Das wird zu lang, oder? Ja, wir werden brennen. Jo, wir sind genau durch. Na, schade. Es sieht halt echt ein bisschen. Es ist halt wirklich schwer, dann den richtigen Abstand zu schätzen. Ich hätte auch mit der Kamera kurz hinfliegen können und mal gucken können, wann ich genau da irgendwie, wo ich da sicher bin noch, aber naja, auch egal. Kann ich irgendwie sehen? Was?
Auch schwierig zu erkennen. Wenn ich irgendwo runterfalle, schreie ich irgendwas alles zusammen. So, hier müssen wir, glaube ich, stehen können, ne? Ja. Oh Gott, ey. Okay. Stressig, aber gut. We got it. So. Raketenwerfer! Geil! Sag mal her, den großen, oder? Das sagen wir jetzt ein bisschen falsch. Sag mal her, den coolen. Ja, guck die nur mal an. Hör mal. Das ist doch mal was. Der ist doch mal schick. Da sehe ich mich doch. Da sogar 10 Schuss da drin direkt. Wow. So, speichern. Weißt du, was wirklich lustig wäre? Wenn ich am Ende ankomme und ich brauchte irgendwie was, was ich ganz am Anfang hätte sammeln müssen, da wo es auch runterging. Das wäre richtig funny, da würde ich wirklich richtig lachen. Oh, ups. Oh. So. Kann man da irgendwie hier klettern oder so? Nehmen wir es wahrscheinlich da runter, ne? Ja. Dafür ist der Weg hier eigentlich zu lang, als dass es irgendwie. Das würden die einem nicht antun. Hoffe ich mal zumindest. Da geht's auch mal weiter. Was. Da unten liegt noch ein Medipack, das hole ich auch noch ganz kurz. Kann man da rüberspringen? Schaffe ich den Sprung? Man, ich kann es immer. Ja, es ist ein Secret. Sehr schön. Na dann nehme ich doch das doch ganz gerne mit. Das ist so schön, dass der Secret Trigger, by the way, schon in der Luft einfach ausgelöst wird. Der ist schon so, hey, wir wissen, dass du richtig bist. So. Das darf ich den ganzen Spaß halt da oben nochmal machen mit dem Flammenzeug, ne? Zum Glück ist anscheinend diesmal nur einer. Das ist ja mehr etwas. Na dann. Okay. Also anscheinend nicht vorwärts springen. Das ist immer so knapp. Das ist für meinen Geschmack viel zu nah gerade an der Kante geklettert. Das hat ein bisschen Angst, hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon gesehen, wie sie einfach loslässt und ich einfach sterbe. Hilfe.
Ich hatte kurz Angst, dass das hier ein Secret ist. Und hier einfach hier falsch wäre. Das wäre wirklich schlimm. Okay. Ich würde aber sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut für diesen Part von Tomb Raider 3 Remastered und wir werden im nächsten Part dann hier weiter vorankommen, hoffentlich. Und genau, bis dahin sage ich ciao.